um visuelle Pornos geht, dann vielleicht so eine Sache, wo es ja auch oft irgendwie wahnsinnig schnell geht oder wo du weißt, okay, ich klicke jetzt hier drauf und dann kriege ich direkt die nackten Körper ins Gesicht, so ungefähr. Also es ist ja sofort so auf 100%, also wenn du es möchtest. Und das ist auch dann eben in der Audioerotik ein bisschen anders, dass du auch in den Geschichten, die ein bisschen die mehr vielleicht ein bisschen spicier sind, bisschen vielleicht sogar in eine BDSM-Richtung gehen oder so, dass trotzdem du so hingeleitet wirst. Also du musst dich drauf einlassen, du musst erstmal runterkommen, um dann ja, angeturnt zu werden, sage ich mal. Also sind diese schnellen Träger, gibt es eigentlich nicht. Das ist auch nochmal ein Unterschied zu der visuellen Pornografie.